Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar. Was ist das Delta und wie funktioniert es? Ja, das Ganze zusammen mit Michael Burgstaller, verantwortlich für den Support in der Dachregion für Atas. Ja, ist ja die Futures-Analyse- und Trading-Plattform speziell darauf ausgelegt. Ich bin gespannt, ja, was der Michael uns da so ein bisschen zum Delta-Futures-Handel erzählen wird. Aber bevor ich an den Michael übergebe, sage ich einmal etwas zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts dergleichen als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, ganz gleich, was der Michael zu Testzwecken eventuell handeln könnte, erzählt, erklärt, analysiert, was auch immer. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig vorweg zu sagen. Und das wäre auch so mein Wort vorweg. Und dann würde ich dem Michael hier mal zack, zack, Moderatorenrechte geben. So, die hast du jetzt. Ja, genau. Hallo, Man hallo. sieht, Kann man mich ja, hören und sehen? Das ist mal das Wichtigste. man hört dich und man sieht deinen Bildschirm mit der Login-Maske von Atas. Das ist schon mal viel wert. Und zwar mal herzlich willkommen zum Webinar. Ja, ich freue mich sehr. Es hat jetzt eher ein Zeitl gedauert, dass wir da wieder mal zusammensitzen. Ich freue mich auch, dass der Raum sehr voll ist, wie immer. Und ja, wie es bei meinen Webinaren üblich ist, gibt es ja nicht nur das Thema heute Delta, sondern es gibt einen kurzen Ausschweif, was sich in der Plattform getan hat. Ich werde euch eine Kleinigkeit zeigen heute. Manche werden es schon erkennen, dass bei meiner Login-Maske bei Server MR steht. Das heißt Market Replay. Und ich werde euch heute exklusiv mal zeigen, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert alles, weil im Hintergrund arbeiten die Experten gerade an den Servern und der ganzen Datenaufzeichnung. Dann werden wir wieder das Delta durchgehen, also was es ist, welche verschiedenen Arten des Delta, das es gibt. Das Wichtigste für euch ist einmal, wie es errechnet wird. Nur wenn ihr wisst, wie es errechnet wird und was es ist, dann wisst ihr auch, wie ihr es nutzen könnt, das Ganze. Und das ist eben so der grobe Ablauf, wie wir das heute machen. Ja? Und sollten Fragen auftauchen, wie jederzeit, bitte stellt die Fragen. Ich versuche so viel wie möglich und alles zu beantworten, ohne dass wir hier das Webinar künstlich in die Länge ziehen. Ja? Wenn ihr damit einverstanden seid, dann werden wir mal loslegen und werden wir die Atas, ihr seht es, Alpha-Version, also die ist noch nicht für euch, aber die Tools kommen in Kürze für euch, werden wir uns einmal verbinden und hoffen, dass da jetzt alles funktioniert. Soderle. Wie ihr es sehen könnt, in dieser Version gibt es oben im Hauptmenü Replay. Und ja, ist ein Market Replay. Also das war vom Kundenwunsch eigentlich fast an oberster Priorität. Und natürlich arbeiten wir diese Prioritätenliste ab. Gut, dann zeige ich euch ganz kurz, inwieweit das schon fortgeschritten ist und wie das funktioniert. Im Prinzip klickt man dann auf Market Replay, verbindet sich mit dem Server und man hat ein Konto Replay da. Das heißt für euch, ihr könnt das Market Replay handeln. Ihr könnt das Market Replay auch mit automatischen Trading-Strategien füttern. Ja, das ist ganz wichtig. Später dann könnt ihr in Wirklichkeit eure, so wie das zum Beispiel am MetaTrader vorhanden ist, wenn ihr EAs schreibt oder eigene Handelsroboter schreibt, die könnt ihr dann da durchlaufen lassen anhand echter Marktdaten und könnt die dann analysieren und auch schauen, ob sie funktionieren. Ja, soweit dazu. Wie gesagt, wenn man hier auf Play drückt, dann ist man im Replay-Modus. Das Market Replay öffnet sich. Und was wir gemacht haben, ja, das zeige ich euch schnell, am Hand des FDAX, da wird sich jetzt nicht bewegen, weil wenn das Market Replay gestartet wird, geht der Datenfeed aus. Ja, das ist ganz normal und das passt so. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben das Market Replay nicht nur auf die Charts limitiert, sondern das Market Replay bei uns läuft am Chart, läuft am Tape, läuft auf der Heatmap, läuft am Smart Dome, läuft eigentlich an jedem Modul.
ja, so dass ihr im Prinzip dann wirklich den Markt abspielen könnt. Und je nachdem, was ich da jetzt noch dazu lade, machen wir mal den normalen Chart und von mir aus auch ein Smart Tape vom FTAX. Ja. Ich werde es nur ganz kurz anschneiden für euch, weil sehr viele Leute darum gefragt haben. Und dann machen wir das halt schnell. Und dann seht ihr heute zum ersten Mal, wie das funktionieren sollte. Ich hoffe, der Vorführeffekt killt mich hier nicht. Gut, das Market Replay ist jetzt aktiviert. Ja, die Parameter, die wir setzen, ist von welcher Zeit bis welcher Zeit. Wir nehmen jetzt einfach vom 26. bis zum 27. Das ist der heutige Tag. Ja. Wir sagen den FTAX, weil er überprüft automatisch, was offen ist. Und dann können wir uns hier noch aussuchen, je nach Einsatzgebiet. Hier kommt noch was dazu. Also Kerzen und generierte Bestpreise mit Ask, das sind quasi Level 1 Daten. Ja? Aber nur die Kerzen und nicht jeder Tick. Hier haben wir Ticks und Bid-Ask, das heißt jeder Tick und Level 1 Daten. Und hier haben wir auch noch Ticks und Level 2 Daten. Was hier noch dazu kommen wird, wird speziell fürs Backtesten sein, eine Abspielmethode, dass der nicht alles rendern muss, währenddessen wir das abspielen. Und ich zeige euch dann auch, warum das so wichtig ist. Gut, wir haben halt das Datum ausgewählt und was wir halt sehen möchten. Ja. Und drücken dann einfach hier mal auf Play. Und ich hoffe, alles funktioniert so wie es soll. Lasst mich den 27. nicht machen, weil er noch läuft. Dann gehen wir auf den 22. bis zum 23. Gut. Was macht er? Er holt sich jetzt die Daten vom Server. Ja, lädt die Historie. Und was wir hier haben, das stimmt nicht, ist der Start vom 22. Das heißt, Atlas spielt ja jetzt da im Prinzip Tick für Tick jede Ausführung, alles, was es gibt, ab. Das heißt, wir können auch im Footprint und im Volumenprofil ganz genau sehen, was passiert ist und wie es passiert ist. Ja. Das Schöne bei dieser Sache ist, wir sind jetzt auf 100%. Wir können den Markt mit 1000% abspielen. Das heißt, wir können relativ schnell schauen, was los ist. Ja, wir können hier auch ganz normal das Market Replay handeln. Das heißt, für euch ist die Möglichkeit gegeben worden, dass ihr anhand von historischen Daten in Echtzeit lernen und üben könnt, wie sich der Markt im Prinzip verhalten hat. Ja, das mal dazu. Und ja. Das Ganze wird dann eben in dem Replay-Konto hinterlegt. Jetzt haben wir das mit Level 1 Daten gehabt. Ich zeige es euch noch mit Level 2 Daten. Das funktioniert nämlich auch. Ja, hoffe ich. Voilà. Das heißt, wir haben auch die Bewegung und alles, was in den Level 2 Daten vorhanden ist, mit drin. Und wenn ich das Ganze stoppe und sage, ich möchte das Ganze auch noch hier haben, den Smart Dome nehmen wir auch noch mit und starten das Ganze mit Level 2 Daten. Dann haben wir im Prinzip auch alles, was über Nacht ist, aber als weniger los, an Level 2 Daten im Dom vorhanden und kann man natürlich hier auch Gas geben. Ja. Das zum Thema Market Replay. Ein kleiner Einblick, was kommt. Das befindet sich gerade im Polish und wird in Kürze für alle verfügbar sein. Ja. Und ich freue mich eigentlich drauf, weil mit dem kann man dann schon relativ gute Sachen machen, wenn es um automatische Handelsstrategien geht. Ja. Hier seht ihr, jetzt wird dann die Volatilität mehr über den Tag natürlich. Das Open ist da. Da geht es ja ab mit 1000% Wiedergabegeschwindigkeit. Wenn man hier auf 100 geht, ist es vielleicht ein bisschen leichter zum Mitscrollen. Ja. Aber wie gesagt, ihr habt hier 1:1 Daten im Replay. Ist schon was sehr Spezielles und ich freue mich drauf, wenn das kommt. Das zu dem Thema und ganz kurz schneide ich noch an, was alles noch kommt. Das wird jetzt in den nächsten 2 Wochen im Prinzip fertig sein.
Ja? Danach kommt für euch ein Risk Manager Tool. Das heißt, ihr könnt dann im Prinzip eure Konten versehen mit Daily Loss, ja, Weekly Loss. Ihr könnt euch die ganzen Risikoparameter selbst definieren und mit Passwort im Prinzip zumachen. Das heißt, wenn ihr dann weiterhandeln möchtet, wenn ihr aus eurem Risiko rausgebrochen seid, dann müsst ihr halt ein Passwort eingeben. Das ist das Erste. Und das zweite große Thema ist Zeichenobjekte in mehreren Charts. Also globale Linien, globale Zeichenwerkzeuge werden kommen. Ja, das sind jetzt die nächsten Schritte, was kommen werden. Ja. Gut, dann war das jetzt ein kleiner Exkurs an das, was alles kommen wird. Und jetzt werden wir im Prinzip uns dem eigentlichen Thema widmen. Und das eigentliche Thema ist das Delta. Also was ist das Delta, was bringt das Delta und woher kommt es eigentlich? Grundsätzlich, das Delta ist der vierte Buchstabe im griechischen Alphabet. Ja, das Delta findet Anwendung in Physik, in der Molekularbiologie, in der Anatomie, Chemie, Astronomie. Also Delta ist Elektrotechnik, ist allgegenwärtig. Und grundsätzlich steht es bei uns für eine Differenz bzw. für eine Subtraktion. Ja. Was ihr wissen müsst, und ich werde euch da, ich habe keine Folien vorbereitet, ich werde euch das alles an Charts zeigen. Ich hoffe, das ist euch eh lieber wie stumpfe Präsentationen. Ist es grundsätzlich so, dass das Delta eine Berechnung ist anhand von Market Orders. Das heißt, es hat nichts mit den Limit Orders zu tun. Wenn einer von euch eine Kauf-Market-Order in den Markt drückt, ja, dann nimmt er auf der Ask-Seite im Prinzip eine Limit-Order weg. So findet natürlich ein Käufer einen Verkäufer, andersrum ist es das Gleiche. Das Delta schaut jetzt in Wirklichkeit, das Delta berechnet sich anhand vom Ask-Volumen, ja, rechnet das Bid-Volumen weg und das, was überbleibt, ist das Delta. Das heißt, wenn 100 Leute kaufen auf dem Preis und 110 Leute verkaufen auf dem gleichen Preis, haben wir ein Delta von minus 10. Und so errechnet sich das. Das ist ganz easy. Und es geht im Prinzip nur darum, um festzustellen, was aggressive Käufer oder Verkäufer machen. Das heißt, haben wir einen Überhang anhand von Käufern oder anhand von Verkäufern? In Klammer auf aggressive Käufer und Verkäufer. Ja? Sprich, wir können mit dem Delta im Prinzip sagen, erstens, was machen die aggressiven Käufer oder Verkäufer? Wer hat die Oberhand? Und ganz wichtig bei der ganzen Thematik ist auch, wir können anhand des Deltas feststellen in Echtzeit, und das ist jetzt Live-Markt, ich hoffe, wir werden es sehen, ob zum Beispiel irgendwo eine Eisberg-Order sitzt oder nicht. Wir haben hier auf der 3650 auf dem Markt gerade 1360 Kontrakte liegen. Ja, jetzt haben wir nur mehr 100 Kontrakte liegen. Und das Delta hat sich hier ergeben, 1360, 1350. Es hat sich mittlerweile geändert, weil ja auf diesem Preis wieder weitergehandelt wird. Das heißt, in diesem Fall war es einfach eine große Order und keine Eisberg-Order oder irgendeine synthetische versteckte Order. Was passiert, wenn hier eine Eisberg-Order liegt? Erstens wird dieser Limit-Level nicht wirklich kleiner. Ja, der bleibt stehen, der Preis schafft es nicht drunter und das Delta steigt, beziehungsweise wird immer größer vom Minus her. Das heißt im Prinzip, wir haben ein negatives Delta, einen Überhang an Verkäufen. Und anhand dessen kann man das sehr gut feststellen. Man muss auch das Ganze unterteilen in auch mehreren Varianten zum Rechnen. Wir haben hier das Footprint Delta, das heißt, wir sehen hier auf jeden Preis im Prinzip war ein Überhang an Käufern oder Verkäufern, aggressive Marketkäufer vorhanden oder nicht. Dann haben wir im Prinzip das Zweite. Das Zweite ist das Bar Delta, also der ganz normale Delta-Indikator, den was einige von euch schon können. Das ist das Bar Delta, das heißt, der macht nichts anderes als wie die ganze Kerze. Die ganze Kerze in Wirklichkeit, ja, wie soll ich sagen, er rechnet die ganze Kerze durch und sagt dir im Prinzip, war in der ganzen Kerze mehr aggressive Käufer oder Verkäufer hier drinnen. Ne? Und dann kann es natürlich vorkommen,
dass negative Kerzen ein positives Delta haben. Und das ist, da kommen sehr viele Fragen und das ist was, was viele nicht verstehen. Wie kann das sein, weil ja jeder Käufer einen Verkäufer braucht und jeder Verkäufer einen Käufer. Na klar, aber wir reden beim Delta über die Markets. Ja? Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine negative Kerze habe und ein positives Delta, haben in dieser Kerze trotzdem mehr Market gekauft als wie verkauft. Ja? Und das ist schon der Kernpunkt von der ganzen Sache. Das heißt, Limit Orders können mir den Markt aufhalten oder freigeben. Ja? Das heißt, wenn ich hier eine Ansammlung großer Limit Orders in den Markt habe und der Markt kommt daher und wir verkaufen rein wie verrückt, aber diese Limit Orders werden immer wieder nachgefüllt und der Verkaufsdruck nimmt dann ab. Ja, das ist ja auch limitiert. Käufer und Verkäufer sind limitiert am Markt. Es gibt nicht unendlich viele Käufer und Verkäufer. Dann kann es natürlich passieren, dass der Kurs heruntergeht, reinverkauft, diesen Level nicht schafft, weil das zum Beispiel eine Eisbergorder oder große Marktteilnehmer sind, die hier immer wieder aufladen, diesen Level, und der Kurs dreht hoch und es wird eine bullische Kerze. Dann haben wir hier eine negative Delta und eine bullische Kerze. Das kann man natürlich in Atlas auch sichtbar machen, indem wir sagen, ich habe den Delta-Indikator, den nehme ich jetzt zweimal. Warum nimmt er den Delta-Indikator zweimal? Das zeige ich euch jetzt. Das ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Jetzt habe ich zweimal den gleichen Indikator Delta. Ich sage den oberen Indikator, er soll mir bullische Kerzen zeigen mit negativen Delta. Ich sage den unteren Indikator, er soll mir bärische Kerzen zeigen mit positiven Delta. Das heißt, das ist die klassische Divergenz. Ja, also die Preis, die Kerze stimmt nicht mit dem Delta überein, da ist irgendwas passiert meistens. Und ich möchte jetzt das nicht in zwei Indikatoren haben. Das heißt, der obere Delta-Indikator ist im Panel 2, der untere Delta-Indikator ist im Panel 1. Ich gebe den oberen Delta-Indikator jetzt einfach zum unteren dazu und habe jetzt aus diesen beiden Indikatoren einen Indikator gemacht. Wenn wir jetzt reinschauen, sehen wir jetzt in dem Delta-Indikator im Prinzip nur, wo eine Divergenz stattgefunden hat. Und natürlich, wie überall, bei der Volumenanalyse, wenn man sich die Heatmap anschaut oder auch das Delta anschaut, interessieren uns meistens solche Werte nicht. Ja, man sieht es ja eh, also diese Kleinigkeiten sind Makulatur. Ja. Hin und wieder interessieren uns solche Werte. Da haben wir 1500 Kontrakte, haben hier mehr gekauft als verkauft. Und wo ist das passiert? Und schauen wir uns diese Kerze genau an. Ja. Hier sehen wir schön in Wirklichkeit eine Divergenz. Ne? Das heißt, hier haben mehr Leute gekauft als wie verkauft in der Bar, also in dieser 5-Minuten-Kerze hier. Und das spiegelt sich dann halt nieder, dass in dieser ganzen Kerze mehr Käufer waren wie Verkäufer. Na? Hier unten ist massiv verkauft worden, aber anscheinend hat das nicht gereicht, um diesen Kurs weiter nach unten zu drücken. Ja. Kann man sich hier ein paar Beispiele anschauen. Hier sieht man natürlich in Knallrot die größeren Delta-Abweichungen als wie in den sanften Farbtönen. Und hier kann man sich das natürlich anschauen. Was zeigt uns das Delta noch, außer dass jetzt mehr gekauft oder verkauft worden ist? Es ist eine ganz interessante Sache und die könnt ihr in der Plattform auch überprüfen, in sämtlichen Timeframes oder sonstiges. Es ist sehr interessant, um Marktteilnehmer ausfindig zu machen, die sich falsch positioniert haben. Und hier geht es auch wieder um Größen. Umso mehr Volumen und Marktteilnehmer falsch liegen und der Kurs läuft diesen Marktteilnehmern davon, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Marktteilnehmer natürlich ihre Positionen glattstellen müssen, aus der Position rausstellen müssen, etc. pp. Ja? Das heißt, wir können im Prinzip das auch sehen. Das zeige ich euch dann später. Was können wir noch sehen? Wir können mal klassisch sehen, ob zum Beispiel Limit Orders einen Markt aufgehalten haben. Ja, das ist ein Premium-Beispiel für das. Natürlich sieht man es auch an der Kerze, ja, dass die einfach nicht drüber geschlossen hat. Nur was hier sehr interessant ist, und das ist eben die Information aus dem Delta, da oben sind 1000
51 Kontrakte mehr long gehandelt worden wie short, nur auf dem einen Preis. Wir sind hier am S&P 500, also das ist schon ein bisschen ein Geld. Ja. Und wenn, die sind long, die sind hier Market long gegangen, diese 1051 mehr wie short. Muss man immer aufpassen. Das ist im Prinzip, wenn man sich das Volumen anschaut hier, ja, dann war das in dem Fall sogar wirklich nur, war das wirklich nur die 1051. Die sind hier long gegangen, aber der Markt ist, wie gesagt, nicht gestiegen, weil zu 99,9% irgendwo hier Limit Orders gelegen sind, die was entweder aufgefüllt worden sind oder so groß waren, dass es einfach die aggressiven Marktteilnehmer nicht geschafft haben, diesen Level nach oben zu klären. Dass im Prinzip dann Anschlusskäufer kommen und der Markt weiter steigen kann. Das wurde hier verhindert. Ja? Und das wurde definitiv von der Limitseite verhindert, weil eben wir hier im Delta den Überhang am Market Orders sehen. Das heißt, hier ist aggressiv gekauft worden, aber der Kurs ist nach unten gerauscht. Ja? Und jetzt muss man natürlich interpretieren, ja, das ist, wie der Bayer sagen wird, Kagmar-Devisen. Wenn hier so viele Longs sind und der Kurs fällt weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Überhang zumindest die Positionen auflösen wird am Weg nach unten. Und so Sachen sieht man im Delta natürlich auch. Ja. Ich scroll hier ein bisschen durch. Wir haben hier natürlich auch teilweise Käufe am Top, ja, wo der Kurs dann wegrennt. Und solche Sachen kann man sich natürlich in der Analyse zu Nutzen machen. Ja, das ist eben das Footprint-Delta. Dann haben wir, wie gesagt, zur Wiederholung das Bar-Delta, wo jede Kerze im Prinzip gemessen wird an Käufern und Verkäufern. Ja, und dann haben wir noch ein Delta und das ist das kumulative Delta. Ist im Prinzip von der Berechnung her ziemlich das Gleiche. Nur geht im Prinzip das kumulative Delta her. Ich mache es mal groß und zoome ein bisschen raus, damit wir was sehen davon. Und mache das normale Delta weg. Und gehe von mir aus mal auf den Stundenchart, damit wir mal die Tagessession sehen. So, das kumulative Delta ist im Prinzip, er macht das wie der Name des Programms, er kumuliert die Delta-Werte zusammen. Das heißt, ich habe hier eine Nulllinie, der Markt öffnet immer an dieser Nulllinie. Und im Prinzip macht das Ding nichts anderes, als wie zu messen, über die Session hinweg, gibt es mehr Market Longs oder Shorts. Ja, das heißt, mit dem kumulativen Delta sehen wir vom Sessionbeginn weg, ob die aggressiven Marktteilnehmer mehr verkaufen oder kaufen. In jeder Kerze. Ja, also das heißt, die ersten drei Kerzen sieht man hier, dann ist es ziemlich gleich geblieben. Ja, bei dieser Phase und hier sind dann die Käufer wieder reingekommen. Das heißt, bei der ganzen Sache sieht man im Prinzip, wie sich die aggressiven Marktteilnehmer über die Session hinweg oder über die Session, über die aktuelle Trading Session entwickeln. Und hier gibt es auch Ansätze natürlich, die hergehen und sagen, schauen, ob wir was finden, was diesbezüglich gut passt. Hier gibt es auch Delta-Divergenzen. Hier haben wir eine. Das heißt, der Preis, der Preis ist nicht gleich mit dem Marketkäufern. Ja. Und anhand diesen Informationen gibt es auch verschiedene Trading-Strategien, die könnt ihr euch ergoogeln oder erlesen in unserem Atlas-Blog, wie man mit so Sachen umgeht. Ja. Wenn auf einmal eben das Delta divergent zum Kursverlauf wird. Ja, hier gibt es auch sehr, 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 sehr gute Ansätze diesbezüglich. Also in Wirklichkeit heißt das nichts anderes, die Marktteilnehmer, die aggressiv sind, sprich die Market in den Markt gehen, positionieren sich eher long, aber der Markt fällt. Ja, das ist das, was man in dem Fall aus dem rauslesen kann. Manche Kollegen von mir schauen auch am Delta auf Chartformationen. Ja. Die schauen hier auch, ob irgendwo Schulterkopf, Schulterformationen oder sonstiges. Ich halte davon nichts, aber es soll doch jeder so arbeiten, wie es ihm gefällt und was ihm was bringt. Ja. Also das sind auch, wenn das Delta neue Hochs macht, aber der Kurs keine neuen Hochs macht, das sind die Informationen, die man eben aus diesem Delta rausbringt. Und mit Atlas hast du halt die Möglichkeit,
anhand dieses Deltas zu arbeiten und es einigermaßen gut automatisieren zu können. Ich habe das in einem vorigen Webinar schon mal kurz angeteasert. Es geht im Prinzip darum, wo passiert was, und ich für mich persönlich nehme es her, um zu versuchen, also gefangene Trader zu finden, die was sich einfach falsch positioniert haben. Und ich gehe dann meistens her und suche diese Delta-Werte an Extremen. Das heißt, ich suche sie am Docht. Ja, ich suche, dass in diesem Docht möglichst viele falsch liegen und der Kurs dann noch gedreht hat, weil das im Prinzip der Treibstoff ist für die Bewegung weg. Ja, weil eben ich davon ausgehe, wenn ich falsch liege, dann müssen irgendwann einmal meine Stops greifen, ja, oder ich muss irgendwann aus der Position raus. Ja, und wenn ich verkauft habe, dann muss ich eben dann billiger zurückkaufen, und wenn ich gekauft habe, dann muss ich irgendwann einmal teuer verkaufen, dass ich eine Kohle mache. Ja. Und das kann man eben in Atlas auch automatisieren. Bevor wir das machen, gibt es noch eine Möglichkeit, das Ganze natürlich einzusehen, und das ist übers Profil. Jeder kennt das Volumenprofil. Ne? Hier haben wir das Bid-Ask-Profil. Das macht ja auch nichts anderes, um zu schauen, was gehandelt worden ist am Ask und am Bid. Und das Delta ist im Prinzip dann aber nur von den Markets die Differenz davon. Ja, und wenn ich hier auf Delta gehe, dann habe ich die eine Ansicht, wo ich eben sehe, rechts, links, Bid, Ask. Das ist eher was, was wir nicht brauchen. Und dann gibt es eben das klassische, ja, das Delta-Colored-Profil. Und da kann ich mir natürlich, je nach Zeitraum, wie ich den definiere, kann ich eben schauen, wo war der Überhang am Preislevel. Ja, also in dem Fall ist es der aktuelle Monat, das bringt uns jetzt einmal für das gar nichts. Jetzt nehmen wir einfach jetzt einmal die aktuelle Trading Session von heute. Na? Und dann sehen wir auch hier im Prinzip links, ich schiebe es euch ein bisschen rein, damit wir sehen, auf jeden Preis, was los war. Ja? Hier sehen wir eben, auf allen Preislevels war ein Überhang von Käufern oder Verkäufern da. Ja? Das ist jetzt relativ aktuell. Ich glaube, diese Preise haben wir heute auf jeden Fall noch nicht angetriggert. Man sieht hier aktuell, dass eben die Marketkäufer hier reinkommen. Ja, sieht man ganz schön. Rot, 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 rot. Also die aggressiven Verkäufer sind natürlich mit der Abwärtsbewegung hier mitgegangen. Und hier unten wird es auf einmal grün. Das heißt, die aggressiven Marketkäufer kommen hier in den Markt rein. Ja. Das ist eben die Variante, die man auch nutzen kann, natürlich in allen Variationen. Also ich kann jetzt auch sagen, dass ich, wir machen das nicht daily, dass ich, keine Ahnung, was macht man hier, jetzt haben wir einen 5-Minuten-Chart, Moment, wenn ich hierher gehe zum Beispiel und sage, wir machen jetzt einen Stunden-Chart aus der Geschichte und ich möchte jetzt das Delta alle 15 Minuten drinnen haben, ja, stelle ich das auf Delta Colored und ich habe im Prinzip hier auch dann in meinen Kerzen, oder ich mache Viertelstunden, halbe Stunden Profile, sehe ich auch im Prinzip die Verteilung nicht anhand des Volumens, sondern die Verteilung anhand der Market Buy oder Sell Orders, die eben den Überhang darstellen. Das heißt, Delta ist immer der Überhang. Ja. Das heißt, um so viel mehr als die anderen. So muss man sich das vorstellen. Ja, gut, dann haben wir das. Gibt es dazu Fragen? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen, Delta ist so eine eigene Sache, aber wenn es Fragen gibt, her damit. Der Dieter fragt, ob es zum Market Replay eine Gebrauchsanweisung geben wird. Natürlich, ja, natürlich. Aber wir halten es relativ simpel. Also es sollte hier nicht zu kompliziert werden, das Ganze. Gibt es zum Delta und den verschiedenen Tools noch Fragen? Dann trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Der Thomas fragt, gibt es eine Möglichkeit, den Stop-Loss über die Tastatur zu verschieben? Das ist mir nicht bekannt. Ja. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich auf die Tastatur drücke, dann schaltet sich, wenn ich auf die Leertaste drücke, schaltet sich hier das Trading vom Chart automatisch ein. Ja? Und wenn ich auf die Leertaste drücke,
dann seht ihr hier auf der linken Seite, je nachdem, wo eben meine Maus ist, ob am Kurs oder unterm Kurs, kann ich natürlich blitzschnell Order legen, ja, und diese mit der Maus verschieben. Die Orders mit der Tastatur zu verschieben, also da habe ich mir nicht wirklich noch Gedanken gemacht. Ja. Was es geben wird in Zukunft, und für das setze ich mich ein, ist ein Shortcut auf der Tastatur, dass man automatisch Break-Even plus eine definierbare Anzahl von Ticks erstellen kann. Das heißt, man drückt dann auf eine Taste und ist sofort Break-Even gestellt mit plus x Ticks. Und die Ticks kann man dann auch selber definieren, wie viel da kommt. Ja. Es wird auch das gesamte Trading-Panel auf der rechten Seite erfährt eine Überarbeitung. Das heißt, die Auswahl hier anhand der Stücke, das kommt komplett weg. Da werden ein paar Verbesserungen eingebracht. Aber Order verschieben über die Tastatur. Also du kannst es über den Dom machen, du kannst es im Prinzip hier mit der Maus machen, aber über die Tastatur haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Höre ich auch zum ersten Mal diese Anforderung, dass das wichtig wäre. Gut, wir haben ja jetzt gesagt, das Delta haben wir uns angeschaut, eben das Footprint-Delta, wo wirklich jeder Preis einzeln für sich betrachtet wird. Wir haben uns angeschaut, das Bar-Delta, wo jede Kerze betrachtet wird. Wir haben uns das Ganze im Kumulativen angeschaut, wo eben aufgerechnet wird über die Session oder eine bestimmte Zeit, ob es mehr Long- oder Short-Markets gibt im Markt. Ja, wir haben uns die Profile angeschaut. Die kann man, wie gesagt, als fixes Profil verwenden, die Indikatoren verwenden, wo sie das Profil haben. Du kannst sogar das Profilzeichenobjekt hernehmen, kannst das auf Delta stellen, ja, und kannst du im Prinzip kleine Verläufe markieren, frei markieren, und da rechnet dir im Prinzip das Delta raus, ja, zu diesem Verlauf. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt nur von diesem Upswing oder von dieser Seitwärtsphase, das ist ja auch oft interessant, ja, vielleicht finden wir schöne, Moment, das können wir mal live und in Farbe anwenden. Ich hoffe, wir finden eine schöne, wo man natürlich messen kann, nehmen wir die da oben her, wo man natürlich messen kann, wie sich die Teilnehmer, und man sieht es hier jetzt relativ schön schon, wie sich die Masse und die Teilnehmer in einer Seitwärtsphase ausrichten. Ja, und das machen wir da weg. Schauen wir, dass wir nur das irgendwie so reinkriegen. Und hier kann man natürlich dann auch schauen und messen, ob sich Marktteilnehmer anhand einer Seitwärtsphase, ob sie sich mehr Long oder Short ausrichten, und kann dann daraus auch seine Schlüsse ziehen. Ja, das ist natürlich auch ein Anwendungsfall für das. Aber für das, was ich am liebsten nutze, und deswegen mache ich das jetzt auch ganz zum Schluss, ist das auch mit dem Cluster Search Indikator. Ja? Also einige von euch haben mit Sicherheit schon mit dem Cluster Search Indikator gearbeitet. Und was macht der? Das ist im Prinzip, ich sage es immer wieder gleich, das ist das Google für die Footprint-Suche. Ja? Das heißt, mit dem Cluster Search Indikator kannst du in Wirklichkeit ziemlich alles in einer Kerze suchen, das, was man so nicht sieht. Das heißt, alle Informationen, die ich in einer Kerze habe, sei es wie hier das Delta, ja, wir haben hier Volumen und Delta zusammengestellt. Hier sieht man zum Beispiel auch schön, dass das Delta nur die Aussagekraft hat, wie viel mehr von einer Seite das sind. Ja. Das heißt, es sind zum Beispiel hier 3940 Kontrakte gehandelt worden. Und 774 waren mehr auf der Long-Seite. So ist das zu verstehen. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, kleine Delta-Werte sind für nichts, sind für gar nichts. Zumindest nichts, wenn der Markt dick ist. Ja. Das kann man vergessen. Ja. Also hier sieht man, wie viel Volumen das war. Und hier sehen wir, dass 123 mehr Short waren als Long. Market. Aufpassen, weil eben die Limits dafür sorgen, dass der Markt zum Stehen kommt. Ja? Also das ist ganz wichtig, und ich hoffe, dass wir jetzt dann in den nächsten Minuten unter Umständen noch irgendwo sehen diesbezüglich, wo man wirklich diesen Level vielleicht anlaufen, wo man dann wirklich sieht, was ich meine. Ich hoffe, die meisten verstehen es, was ich meine damit. Aber es ist eben so, wenn der Limit-Level, wenn hier
ein Marktteilnehmer sitzt, der was in der Hinterhand noch viel mehr Stücke hat und die via Algorithmus hier reinstellt, bevor dieser Level geklärt wird und wir einen Downtick machen, dann haben wir eben sowas, was wir hier sehen. Dann haben wir im Prinzip ein Extrem an Verkäufen. Ja, das ist eben die Abarbeitung von Markets auf den Limit Orders. Ja. Gut, den können wir uns noch anschauen. Wie gesagt, hier haben wir eben das normale Delta, das ist nur das Delta und eben die Einfärbung anhand, wie hoch diese Differenz ist. Sind sie klein? Ist es eher milchig? Sind sie hoch? Wird es eher vollfärbig? Ja. Und man kann sich natürlich hier im Footprint-Modus das Ganze natürlich auch als Profil anzeigen lassen. Aus dem Prinzip die gleichen Informationen wie hier, nur eben anhand eines Profils. Das heißt, jede Kerze ist im Prinzip ein Profil und dann kann man sich das anschauen. Kommen wir mal zurück zum Cluster Search. Das Google der Footprint-Suche. Dann werden wir den zusammen einmal konfigurieren, ne? Damit wir sehen, was hat es auf sich, was kann man damit machen, macht es überhaupt Sinn? Und ich würde euch raten, dass man natürlich das Ganze, was wir hier ein bisschen durchschauen, einfach einmal probiert, macht verschiedene Charts auf und schaut euch das an und macht auch ein bisschen Research. Wo sind zum Beispiel Zonen im Chart, wo extrem viele Leute verkehrt gelegen sind? Und dann kann man sich ja überlegen, kann man solche Zonen nutzen, um sich natürlich gegen diese, die ganz verkehrt liegen, zu entscheiden, eine Position zu öffnen. Ja, natürlich wissen wir vorher ja nicht, wo der Kurs hingeht. Ja, aber das machen wir jetzt im Cluster Search im Kleinen einmal. Das ist im Prinzip dieser Indikator, der mir in dem ganzen Delta-Wahnsinn hier etwas Klarheit schaffen sollte. Ja, und dazu müssen wir eben die Kalkulation auf Delta stellen. Ja. Und dann müssen wir schauen, was wir suchen. Ein positives Delta oder ein negatives Delta. Jetzt suchen wir einfach einmal ein positives Delta. Ich lasse das jetzt auf 500 gestellt und mache das einfach mal zu. Auf 500. Das heißt, er zeigt mir jetzt, oder sollte mir zeigen, und er macht es auch, er zeigt mir jetzt jeden Preislevel, wo eben ein Überhang von Käufen war, der mehr wie 500 macht. Also es ist 232 noch nicht, 335 noch nicht, 441 noch nicht, aber kaum sind die 500 überschritten, markiert mir dieser Delta-Indikator eben diese Zonen, und das ist jetzt im Tagesverlauf, sieht man das, überall die Zonen im Chart, wo mehr als 500 Überhang von der Käuferseite war. Gut, diese Information bringt uns jetzt nur fast nichts. Ja, man sieht zwar hier, dass die Vierecke schön größer werden, wenn das, wenn es eben der Wert sich vergrößert, wie hier die 2391, aber es bringt uns nichts. Ja, weil wir ja in der Mitte von Bewegungen einfach hin und wieder, so wie hier oder hier oder hier, Freunde haben, die eben extrem viel Size in den Markt reinstellen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auf der Market-Seite genauso große Marktteilnehmer, die diese Size dann wegfressen. Also die bedienen sich dieser Liquidität, die da im Markt liegt. Ja, gut. Nun stellen wir das Ding ein bisschen um. Also jetzt haben wir definiert im Cluster Search, wir möchten sehen 500 und mehr, bringt uns aber nichts. Ja, was möchten wir denn sehen? Jetzt haben wir gerade vorher darüber geredet, es wäre super, wenn wir sehen, wann irgendwo viele Leute falsch liegen. Und das ist sehr gut. Das heißt, wenn wir Leute suchen, die falsch liegen und wo mehr gekauft worden ist, dann ist ja dann der Kurs runtergegangen, die liegen dann falsch. Das heißt, als nächstes werden wir das positive Delta aber nur noch in bärischen Kerzen suchen. Das heißt, die Kerze hat dann bärisch geschlossen. Und hier definieren wir noch, wo dieses Delta zu sein hat. Am Top, am Low, im Body, ja, am Hoch und am Tief oder in den Dochten. Ja. Und hier, nachdem wir suchen, die eben gekauft haben und falsch liegen, hätte ich gern gewusst, im oberen Docht einer Kerze, ja, wo extrem viel gekauft worden ist. Und das ist jetzt einmal das Basissetting. Ich mache mal alles andere raus. So wie wir jetzt den Cluster Search definiert haben, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Wir suchen Delta, 500 Überhang an Käufern, in bärischen Kerzen haben wir definiert, also in negativen Kerzen. Und das Ganze soll passiert sein im Upper Wick.
Gut, wir brauchen das Ganze normal so nicht, aber es ist egal, es ist nur Demo jetzt. Ne? Was heißt das für uns? Das heißt für uns, nachdem der Markt sehr dynamisch ist, wir schauen uns das Ganze mal an, was der Herr Cluster Search Indikator gemacht hat. Wir fangen einfach ganz vorne an. Ja? Und um euch nicht zu sehr zu verwirren, schaut man es jetzt einfach einmal um auf Kerzen. Ihr habt das eh gesehen, was in der Kerze abgeht. Und jetzt sehen wir im Prinzip das, was der Cluster Search gesucht hat, in der Kerze. Ja, gut. Natürlich haben wir jetzt schon, wir stehen hier vor vollendeten Tatsachen. Ja. Nur dieser Level hier, ja, dieser Level hier, die Kerze hat hier unten geschlossen. Das heißt, die war da oben schon. Hier haben wir im Prinzip, schauen wir rein, hier haben wir im Prinzip 1000 und da oben am Top, also hier haben Leute gekauft und der Kurs ist dann gefallen. Ja. Und hier haben wir dann im Prinzip, das ist wieder Interpretation, sehr viele, die verkauft haben. Ja. Was machen wir? Wir suchen getrappte Käufer. Und jetzt haben wir eben Einzellevels. Und das ist ganz gleich wie in der Volumenanalyse. Hier haben wir Einzellevels, die eben diesen Wert erfüllen. Und das gefällt mir nicht. Also ich hätte eher gern sowas gesehen. Ja. Ich hätte gern eine Ansammlung von Delta-Werten gesehen, die eben extrem im Minus sind oder extrem im Plus sind. Und dazu bedienen wir uns wieder diesen Trick. Den Trick habe ich euch in der Volumenanalyse schon gezeigt. Im Prinzip schaut es so aus, wir suchen ja jetzt laut Definition 500 Überhang. Ja, und das nur auf Einzelpreisen. Ich möchte jetzt aber, dass Atlas hergeht und zum Beispiel, das werden wir jetzt einfach mal schauen, das Ganze auf 4 Preisen macht. Ja, das heißt, 4 Preise müssen nebeneinander sein und diesen Wert erreichen. Und ich würde es nicht mit 500 haben, ich hätte das gern mit 1000. Und dann wird das Ganze schon interessanter. Ja. Dann wird das viel interessanter, weil dann habe ich im Prinzip das ganze Marktrauschen weg. Ja. 500, 1000 sind sogar noch zu wenig, da könnte ich sogar noch mehr geben. Da ich wirklich eine Ansammlung von vielen Überhängen sehe, probieren wir mit 1500. Ja. Gut. Wir sind hier im Stundenchart, wohlgemerkt. Ist zwar nicht das Beste, was man machen kann im Stundenchart, aber wir sind im Stundenchart und wir schauen uns das jetzt mal an anhand eines Beispiels. Gucken wir mal, was da los war. Ja. Schauen wir das um auf Kerze vielleicht kurz. So. Also, diese Kerze hat hier geschlossen, hat hier geöffnet, ist nach oben gegangen, war grün, ne? Hier haben extrem viele Leute gekauft und dann ist die Kerze wieder nach unten gegangen und hat im Prinzip hier geschlossen. Ja, das heißt, je nachdem, was die für einen Horizont haben, ja, die gekauft sind, die sind dann ganz normal einmal ins Minus gefahren. Ja, und hier dasselbe. Und das sind eben Zonen, wo extrem viele gekauft haben und die dann festsitzen. Jetzt gehen wir das Gleiche einmal an und schauen wir uns das. Sie sind gut für euch. 5 Minuten. 5 Minuten ist super für kurzfristigere Geschichten. Jetzt haben wir den Chart auf 5 Minuten geschalten und natürlich passen unsere Werte nicht, ja, weil sie viel zu hoch sind. Wir waren ja am Stundenchart unterwegs. Schauen wir mal, was sich hier ergibt. Bleiben wir mal so. Und was im Großen ersichtlich wird, wird hier im Kleinen und dynamischer viel ersichtlicher noch. Ja, das heißt, wir haben hier eben Marktteilnehmer, die kaufen und falsch liegen, ja, zum Großteil. Ja. Das kann man sich anschauen, die eben in das Top reinkaufen und dann falsch liegen. Das heißt, ihr seht dieses Signal nur, wenn diese Kerze geschlossen hat. Achtung, aufpassen. Ihr könnt euch einstellen, dass dieses Signal sofort kommt, ja. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Also ich kann den Cluster Search so definieren, dass wenn das zustande kommt, er mir sofort einen Alarm gibt und sagt, okay,
dann könnte ja natürlich der Durchschnittstrader sagen, super, ich habe ein Signal, das ist jetzt zum Shorten und geht Short. Aber diese Situation kann sich bis zum Close der Candle nochmal ändern. Der Kurs kann ja noch einmal darauf gehen und dann kann man der Käufer rein und dieser Level existiert nicht mehr. Das heißt, um in der Vergangenheit schauen zu können und sich Strategien überlegen zu können, muss man den Cluster Search so definieren, dass wenn der Level vorkommt und die Kerze geschlossen hat, dieser Level auch angezeigt wird. Ja, das kann man einstellen, ob es eben auf Schlusskurs macht oder in Echtzeit macht. Und je nach Einsatzgebiet hat das Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei dieser Geschichte ist eben dieser, ich sehe, wenn Leute falsch gelenkt sind. Das heißt, die haben hier gekauft, die Kerze hat negativ geschlossen. Ja. Schauen wir mal weiter. Leute haben hier gekauft, Kerze hat negativ geschlossen. Das Gleiche. Natürlich ist die Güte dieser Signale nicht 100%. Ja. Aber man sieht oft schön, dass eben am Top gekauft wird, immer wieder, ja, und dass der Kurs dann abdriftet. Ja. Das sieht man eben schön hier. Und das sind halt Informationen, die ich mir halt vollautomatisch, dann kann ich den Chart irgendwie so klein machen, dann kann ich mir das Ganze anschauen und dann sehe ich das. Ja. Und natürlich, umso höher diese Werte sind, dieser Überhang, ja, umso aussagekräftiger wird sowas. Und man kann das zumindest in seine Analyse und in sein tägliches Arbeiten einfließen lassen. Das kommt halt ganz drauf an. Das kommt ganz drauf an, wie eben dieser Trading-Ansatz oder diese Strategie, die ihr verfolgt, wie die ausgerichtet ist. Ja, aber es ist zumindest gut zu sehen, dass hier was passiert ist. Ja. Natürlich, hier ein komplettes Kontrabeispiel. Ja, hier zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass dieser Überhang, obwohl diese Kerze ja nur 3 Ticks negativ geschlossen haben, dass die auf der richtigen Seite waren, in dem Fall. Ja, also da muss man aufpassen. Ja, man kann sich das zwar zeigen lassen, aber es ist eben nicht so, dass es ein Kaufen-Verkaufen-Indikator ist, der was die ganze Arbeit für einen erledigt. Gibt es Fragen dazu? Man kann das Ganze natürlich spiegelverkehrt mit minus 500 auf der Unterseite einrichten. Dann sieht man eben, wo die Leute verkauft haben, aber der Kurs gestiegen ist. Der Frank fragt mich, ob der kumulativ Delta auf MetaTrader 4 unter Indikatoren zu finden ist. Ich denke nicht, dass der MetaTrader 4 ein echtes kumulatives Delta darstellen kann, weil in den MetaTrader 4 keine echten Börsenvolumen verarbeitet werden. Ja, das kann nur irgendeine Emulation sein. Ob der MetaTrader 5 sowas hat, kann ich nicht beantworten. Der Eduardo fragt, wie man das Lineal so einstellen kann, dass man es so bedienen kann. Das ist ganz einfach, man drückt einfach aufs Mausrad. Ja, sollte jeder haben, ein Mausrad, und wenn man eben hierher drückt, mit dem Mausrad gedrückt und wohin zieht, dann weiß man erstens, wie viele Bars ist das gelaufen, wie viele Ticks, welche Zeit hat das gebraucht. Das ist in dem Fall nicht so relevant, weil wir hier in M5 sind, aber das ist interessant, wenn man zum Beispiel auf Renko-Charts arbeitet, und man kann messen, wie viel Volumen und Delta auch hier abgearbeitet worden ist in der Zeit. Also einfach aufs Mausrad klicken und messen. Dann kann man natürlich vorab auch schön messen. Ich zeige euch das. Vielleicht haben wir gerade was Interessantes am Markt. Man kann hier natürlich messen, wenn ich hier einsteigen wollte, wie viele Ticks habe ich bis nach unten, wie viele Ticks habe ich bis nach oben. Ne? Kann man dann aber auch sagen, wenn ich hier eine Long-Position eröffnen möchte, kann ich das mit dem Zeichenwerkzeug genauso machen. Ja, kann ich sagen, ich habe einen Stopp hier, mein Target irgendwo da oben, und kann mir dann vorab definieren, wie groß ist das Konto, wie viel Prozent möchte ich riskieren und so weiter und so fort. Ja. Das zu dem Thema. Gut, ich werde mir kurz eure Fragen durchlesen. Der Dieter hat eine ganz gute Frage. Was bringt es mir zu wissen, wo in der Vergangenheit Fehlkäufe waren? Eventuell Support, Resistance. So weit würde ich gar nicht gehen. Ja,
Natürlich ist eine Analyse der Vergangenheit anhand des Deltas für die Zukunft irrelevant, würde ich mich jetzt fast zu sagen trauen. Ja, man möge mich eines Besseren belehren. Aber was bringt es? Es bringt das, dass ich im Prinzip mir anhand solcher Settings und Einstellungen, das ist ja jetzt ganz grob fürs Webinar mal eingestellt, ja, man muss hier das Instrument einmal schauen, was funktioniert, was nicht. Ich könnte mir zum Beispiel, das ist jetzt rein theoretisch, anhand sowas eine Strategie bauen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Wenn das stattfindet, dann mach das. Ja, mit einem dynamischen Chance-Risiko-Verhältnis, mit einem fixen, whatever. Nur wenn ich diese Sachen in der Vergangenheit nicht sehe, dann kann ich das ja auch nie prüfen, ob das funktioniert. Ja. Und natürlich sind solche Sachen natürlich in Echtzeit gut. Ja, das ist doch in Echtzeit spitzenmäßig. Wenn wir jetzt so wie heute eh schon sehen, wir haben einen gewaltigen Abwärtsdruck, wenn wir eh schon sehen, dass wir nur rot schreiben, und dann sehe ich, dass hier Käufer reinkommen, die absolut negiert werden. Ja, das ist doch schön. Dass, wenn ich sehe, dass im Prinzip die Käufer komplett in die Zange genommen werden. Ja, und ich sehe in dieser Abwärtsbewegung, das sieht der Blinder mit Stock, dass da einfach nur mehr reinverkauft wird. Bis hier sowas wie entweder eine Korrektur anfängt, eine kleine Bodenbildung ist, wo auf einmal die Käufer reinkommen in den Markt. Ich möchte es ja sehen. Ihr möchtet ja wissen, warum Kurse steigen und fallen. Ob das jetzt da Markets sind, die den Kurs bewegen, oder ob ich auf der anderen Seite einfach megamäßig viele Limits habe, die jetzt sagen, aus, jetzt geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wie viele von euch eine Art Heatmap verwenden, unter Umständen auch die von Atlas, das war in den letzten Tagen, war das ja grenzgenial, bitte. Ja? Bei den Abwärtsbewegungen bist du irgendwann mal zu Preislevels gekommen, da ist nicht ein Limit drinnen gestanden mit extremer Size, sondern 20, ja, hintereinander. Meiner Meinung nach, und das ist keine Anlageberatung, kann ich dann ohne Probleme in den Markt gehen und mich hinter diesen ganzen Limits verstecken. Wenn diese Limits gebrochen werden, ist meine Position eh tot. Ja, die ist dann eh für nichts. Aber das sind halt so Entry-Punkte und da kann man natürlich schauen. Und es ist sehr interessant, eben was eben hier passiert auf der passiven Seite und was eben hier passiert auf der aktiven Seite. Es kann auch passieren, und das haben wir beim anderen Webinar besprochen, dass die Marktteilnehmer, die nur im Orderbuch stehen, den Markt manipulieren können, ohne dass der Kurs überhaupt dorthin läuft. Ja? Du hast bei solchen großen, und der ist jetzt nicht mega groß, Limit Orders, hast du zwei Varianten. Entweder diese Limit Order zieht den Kurs an, ja, oder es sehen viele Marktteilnehmer große Limit Order und der macht einen Abgang. Das heißt, der kommt gar nicht dorthin und dass er überhaupt in die Nähe kommt zum Fillen. Warum ist das so? Weil das viele antizipieren und ein Frontrunning betreiben. Das heißt, die glauben, der möchte hier eben groß rein auf der Kaufseite. Ich nehme das vorab und gehe hier schon long. Das heißt, dann dreht der Kurs ab und der wird gar nicht gefillt. So Sachen sieht man natürlich besser auf der Heatmap, ja? Wie sich diese verhalten, ob da ständig dazugeladen wird, ob diese großen Level sich über die Zeit bewegen, ob der seine Positionen anpasst und so weiter und so fort. Also das ist meiner Meinung nach hochinteressant und da sind wir weit davon weg, nur einen Candlestick-Chart zu haben. Ja? Weil im Prinzip im Candlestick-Chart weißt du nicht, was hier passiert ist. Ja. Du weißt nicht, ob da hier die Käufer reingekommen sind oder ob die Limit-Orders dafür gesorgt haben, dass dir nach oben rennt. Ja. Und lustigerweise macht er das genau jetzt. Also der bewegt sich im Prinzip jetzt weg. Hier hat jetzt gerade einer eine größere Limit in den Markt gesteckt. Das heißt, es wird jetzt nach oben versucht zu drücken. Ja, siehst du, Preis drüber, der drückt unten mit den Limits rein, leider, entweder sie gefilt waren oder war nicht echt. Die waren nicht echt. Das heißt, jetzt passiert genau das, was wir hier in Echtzeit zuschauen können, wenn zum Beispiel Limits den Markt nach oben drücken, ohne dass die jemals gefilt werden. Ja. Die zweite Variante, was die Herrschaften auf der Limitseite gut können, ist eben ein Channeling zu machen. Das heißt, du hast auf einmal viele Limits oben und unten. Ja. Das heißt, es schaut dann so aus,
Du hast Limits oben und unten und der Kurs tänzelt hier rum. Der tänzelt, tänzelt weiter, weiter, verhält sich super in der Range. So, der Standard-Händler geht her und möchte einen Ausbruch antizipieren natürlich. Nicht? Der möchte dann entweder, wenn geht, in dem Fall unten raus, ja, gleich raus oder bei Retest runter. Ja, so macht er, das ist ja Lehrbuch. Ne? Wir haben eine Seitwärtsrange und dann kommt der Ausbruch, meistens ein Fake-Ausbruch, whatever, und wir möchten da dabei sein. Ja? Die einen sagen halt den direkten Ausbruch handeln, dann gibt es wieder Leute, die lernen das so, dass das eher mit dem Retest von der Range zu tun hat. Ich stehe halt drauf, wenn ich sowas beobachte, dass oben und unten dicke Limits einfach verhindern und diese Range halten, was passiert, wenn diese Limits auf einer Seite auf einmal verschwinden? Und das ist natürlich auch sehr interessant, wenn auf einmal in eine Richtung von den Limits ja wegfrei ist. Ja, das kann man im F-DAX übrigens sehr gut beobachten, weil im F-DAX hast du im Schnitt, was weiß ich, 9 bis 15 Limits pro Seite drinnen, ne? Und auf einmal tauchen 30er, 40er, 50er Größen auf. Das ist zwar ein sehr dünner Markt, aber die Limits fühlen sich einfach anders an und es ist in jedem Markt so. Ja. Deswegen ist es sehr wichtig, sich das Ganze anzuschauen. Was passiert da eigentlich? Ne? Ist es eher die Market-Seite, die aggressive Seite, die den Kurs drückt, oder ist es eher die passive Seite, die eben verhindert zum Teil, dass ein Kurs wohin geht, oder auch den Weg frei macht, dass ein Kurs wohin gehen kann? Ja? Oder auch, wie wir jetzt gerade eben gesehen haben, schaut euch das in der Wiederholung dann auf YouTube an, dass wenn der Kurs steigt, drunter einfach große Limit-Orders gesetzt werden, die verhindern, dass der Markt zurück runterrutscht, die dann einfach wieder rausgelöscht werden. Ja, oder wenn der Kurs hinläuft, dass diese Limit-Order nicht mehr existent ist. Das war dann eine Fake-Order quasi. Ne? Das ist im Prinzip das, was verboten ist. Spoofen. Ja? Also die spoofen den Markt. Das heißt, sie geben an, einen Kauf tätigen zu wollen, ja, aber das ist nicht die Intention, ja. Und jetzt stelle man sich nur ganz kurz mal vor, man hat eben ein großes Haus oder eine vermögende Person oder whatever und die hat eben zwei Konten. Und der geht her auf der unteren Seite, stellt große Limits rein, die Leute sehen das, der Markt geht nach oben. Und wenn er dann oben ist, macht er mit seinem zweiten Konto einen Verkauf. So, und dann sind wir genau dort. Wie möchtest du das regulieren? Und das ist Beschiss in Wirklichkeit. Ja. Und den Beschiss müssen wir natürlich hier ein bisschen aufdecken. Ja. Indem wir zumindest sehen, was passiert. Weil wenn du das nicht siehst, bist du Zweiter. Und um das geht es in der ganzen Thematik. Auch mit dem Delta und mit dem Volumen und mit dem Orderflow. Es ist Informationsvorteil. Ja. Natürlich ist diese ganze Thematik viel tiefgreifender und wir könnten wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren, aber das sind eben Sachen, die viele nicht sehen. Ja? Und es ist nicht der heilige Gral, es ist Informationsvorteil. Und wenn ihr wisst und ihr seht am täglichen Handel, dass hier sowas passiert, dass wer versucht, diesen Kurs in Range zu halten mit Limit Orders, dann könnt ihr ja schon auf der Lauer sitzen, was passiert, wenn diese Limit Orders auf einmal verschwinden und sie werden auf einmal verschwinden. Ja, habe ich dann den großen Ausbruch und dann ist es auch interessant, wenn der Kurs ausgebrochen ist, kommen diese Limit-Orders unterm Kurs wieder rein. Ja, das heißt, du hast im Prinzip ja auch sowas wie Paritätswechsel. Ja, Support-Resistance, die sich umkehren auf einmal anhand Limit-Orders in Wirklichkeit. Ja, und das sollte man einfach ein bisschen im Schirm haben. Gut, ich probiere noch ein paar Fragen zu beantworten. Da Herr Eduardo fragt, mit dem Big Trades Indikator könnte man die Zahlen visualisieren. Ja, richtig. Aber mit dem Big Trades Indikator sehe ich ja den Überhang nicht. Ja, also ich sehe ja im Prinzip mit dem Big Trades Indikator sehe ich im Prinzip nichts anderes. Ich mache es euch kurz auf. So. Gut. Jetzt haben wir hier ein. Also ich sehe hier die Ausführungen, ne? Und filter mir den ganz schnell zur Veranschaulichung das Ganze. 500 werden zu viel, sind so, machen wir 50. So, wenn ich jetzt einen Big Trades Indikator habe und ich stelle den jetzt auf von mir aus 50, ja, oder auf 100, dann wird der mir an der Kerze einzeichnen, wo das passiert ist. Diese 50 oder 100 Trades. Ja.
Okay, dann sehe ich, wo groß gehandelt worden ist. Das ist zum Teil auch wichtig. Aber was ist, wenn zu dem Beispiel, wenn da zum Beispiel 100 gekauft worden sind Market und dann 100 verkauft worden sind Market, dann haben wir ein Delta von 0, dann haben wir keinen Überhang. Ja. Also es sind die verschiedenen Tools natürlich für verschiedene Zwecke geeignet. Dann ist es auch wichtig, den Big Trades Indikator kannst du auf kumulativ stellen und auf Single Prints. Das heißt, wir haben ja hier in Atlas das Tape. Das Tape ist ein Reconstructed Tape. Ja, das wird jetzt das Webinar sprengen, aber es ist halt so, dass ein Tape, so wie es wirklich ist, so ausschaut. Das ist das Tape heute, so wie es übertragen wird von der Börse. Hier kann erstens keiner mehr was lesen. Zweitens werden die ganzen Einzelorder gestückelt in kleine Order. Das heißt, wenn wir 50 Kontrakte kauft und auf der Ask-Limit-Seite sind 20 mal ein Kontrakt, einmal 20 Kontrakte und einmal 10 Kontrakte, dann werde ich hier 20 Prints, 21, 22 Prints haben. Ja, weil das im Jahr 2000, ich glaube, 9 umgestellt worden ist, dass das so nicht mehr funktioniert. Und was Atlas macht, er macht aus diesem ganzen Wahnsinn mit eben einem Algo dahinter, das heißt Reconstructed Tape. Ich habe hier noch einen Filter drin, den mache ich wieder weg. Der macht mir aus den ganzen einzelnen versprengten Prints wieder zusammengesetzte Prints, damit wir in etwa noch sehen können, wie die Sizes waren. Ja. Wichtig. Ganz wichtig, dass man auch versteht, wie das funktioniert. Es ist nicht selbstverständlich, dass du das Tape so siehst, wie du das da siehst, mit den 28, mit den 15 und so weiter und so fort. Diese ganze Analyse und das ganze Schauen, was im Markt los ist, ohne einen Reconstructed Tape ist das nicht möglich. Ihr seht es, was da durchmarschiert. Und das, was hier alles durchmarschiert, das ist Echtzeit, macht Atlas im Prinzip nichts anderes, als mit einem Algorithmus diese ganzen Order wieder zusammenfügen und eben einen einigermaßen anschaulichen Feed zu kriegen. Ja, das Erste, was man hier machen kann in Wirklichkeit, ist die Retailer ausblenden. Ja, und das ist das Minimalvolumen von 1 bis 2 Kontrakten. Ja, dann sind einmal die Einser alle weg, die was nur einen Kontrakt handeln. Über diese ganze Geschichte und was man damit machen kann, können wir auch ein Webinar füllen. Also es ist nichts, was ich in einer Stunde hier vollbringe. Es ist nur wichtig, dass ihr grundsätzlich einmal über das Thema Bescheid wisst und vor allem das anschaut in der Plattform. Ja, es ist alles hier. Es ist alles da. Man kann das alles im Prinzip, ja, man kann das alles überprüfen, was man sieht. Und das ist das Schöne dran. Ja, wenn ich nur Kerzen habe, dann kann ich nichts mehr, dann kann ich nichts überprüfen. Ja. Dann geht das nicht. Wenn ich einen Chart habe, der so ausschaut, so, was habe ich hier im Prinzip für einen Mehrwert? Dann sind wir genau beim Börsenwissen von 1985. Ja, dann haben wir unsere Trends, dann haben wir unsere technischen Formationen, die es gibt, und dann sind wir fertig. Das ist im Prinzip, ja, ich möchte es nicht verteufeln, aber ich sage immer, Information ist halt eben King. Ja? Wenn ich weiß, wo viel gehandelt worden ist, wenn ich weiß, wo der Überhang war, wenn ich weiß, wie verhält sich im Prinzip die passive Seite im Limit-Order-Buch. Ja? Wenn ich nicht weiß, dass hier irgendwo Levels sind, die so knacke voll sind mit Limits, ja? Wenn ich das nicht weiß, dann shorte ich hier. Und bin felsenfest davon überzeugt, dass ich richtig liege, weil wir haben ja eine super Abwärtsbewegung. Ja, wenn ich das nicht weiß, dann haut es mich hier auf. Das ist eben so. Ja. Möchte man da noch ein bisschen mitschauen? Vielleicht gibt es noch was Interessantes zu sehen. Diesbezüglich, weil wir ja über die Limits geredet haben, na? Also hier unten kann man ja wieder Levels rein, wenn die wirklich so bleiben. Das wird dann ganz interessant bei der 3600, runde Nummer, runde Zahl, runder Preis. Da liegen im Moment, ja, sind nicht so viel, haben wir schon mehr gesehen, 646. Ja. Aber man sieht hier auch beim Hinschauen, bekommen wir da runter mit dem Preis, es wird das Interesse auf der passiven Seite schon größer.
sieht man mit freiem Auge, das braucht man gar nicht messen. Ja, und von der passiven Seite auf der Verkaufsseite wird es darum wieder interessant bei der 3660. Das sind so Sachen, die sieht man mit einmal kurz hinschauen. Ja, und das sind halt alles Informationen, wo ich sage, nutzt das. Ja, schaut euch das an. Ja, kommen dann auf einmal, so wie der jetzt auf der 3640, wieder runder Preis, kommen halt wieder größere rein. Was passiert mit dem? Was macht der? Ja, was passiert vor allem, wenn der Preis hier rankommt? Ja, dann muss man schauen, dann sieht man im Tape, was ausgeführt wird. Ja, dann schaut man, wird hier was hinzugefügt? Gibt es hier Pulling Stacking? Wird hier was dazu gestackt? Wird verhindert, dass der Kurs diesen Level rausnimmt? Das sind so Sachen. Ich möchte auf diese Informationen im Prinzip, natürlich braucht man nicht alle Informationen, aber ich möchte auf die Informationen, möchte ich nicht mehr verzichten müssen. Ja? Also und im Blindflug unterwegs sein. Gut, dann schaue ich mir jetzt noch ganz, ganz schnell die Fragen an, die noch offen sind. Der Marc fragt, wie sieht die Heatmap aus? Die können wir, wenn ihr wollt, im nächsten Webinar noch einmal anschauen. Wir haben, glaube ich, im vorigen Webinar ein bisschen über die Heatmap gesprochen. Ja. Der Reza fragt erst zu spät, ob das eine Aufzeichnung gibt. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Und ja, mehr oder minder bin ich dort durch mit dem Thema. Ich habe das versucht, wie immer kurz zu halten, so viel Information reinzupacken wie möglich. Und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen habt können vor dem Ganzen, dass es nicht so schlimm und so technisch war. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung auf der FX Flat auf dem YouTube-Kanal. Und ich werde euch unter dieser Aufzeichnung am YouTube-Kanal einen Telegram-Link reinstellen für eine Art Kundengruppe von Atas. Da sind Kunden drin. Einige von euch, ich weiß es, an den Namen sind schon in dieser Gruppe. Da wird sich auch ausgetauscht, wie man was verwendet, was sind gute Einstellungen und so weiter und so fort. Da gibt es eben eine deutschsprachige Atas-Gruppe auf Telegram und ja, die möchte ich euch schon näher bringen, weil das ist echt interessant, auch für mich oft, wie kreativ manche Kunden mit diesen Tools umgehen und was die für Informationen rausquetschen aus der ganzen Geschichte. Ja, ja, von meiner Seite war es das. Wenn wer den Telegram-Link vorab haben möchte, schreibt eine E-Mail an german@atas.net. Ich schicke euch jetzt dann noch diesen Link zurück, dann könnt ihr jetzt schon in die Telegram-Gruppe joinen. Gut, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Easy, Michael, easy. Sehr gut. Ich sage nochmal kurz, weil gerade noch eine Frage reinkommt, auf der World of Trading bist du auf jeden Fall da? Ne? Ich bin auf der World of Trading, so das ganze FX Flat Team ist dort, ich bin am FX Flat Stand vorhanden. Einfach antippen, ansprechen und ich quatsch gern mit allen, die vor Ort sind und wir freuen uns schon total. Ja. Genau, so sieht's aus. Gut, dann danke ich dir fürs Webinar, den Teilnehmern auch für die schönen Fragen und dann würde ich sagen, wenn wir uns nicht beim nächsten Webinar sehen, dann sehen wir uns am Freitag oder am Samstag auf der World of Trading. Bis genau, dahin. Sehen wir uns beide Tage. Pfiat euch, baba. Tschüss. Ciao.